Willkommen zurück. Neue Folge heute. Wir haben heute mal wieder die Chance, bei VW weiterzudrehen. An der Stelle auf jeden Fall schon mal extrem cool, dass euch das alle so interessiert. Ich habe jetzt in vielen Kommentaren schon gelesen, dass ihr alle darauf wartet, dass es endlich weitergeht. Jetzt war allerdings die letzten Wochen das Problem, dass wir ja für Grip dieses Project Car bauen. Das heißt, sowohl Marius als auch René hinter der Kamera und ich hatten relativ wenig Zeit für eigene Videos, weil wir halt diesen Golf 3 VR6 Turbo in kürzester Zeit fertig machen. Also auf jeden Fall, jeder, der es jetzt sieht, regelmäßig bei Grip reinschauen, YouTube-Channel. Dort werdet ihr uns auch sehen in Eigenregie. Wir bauen für Grip einen Golf 3 VR6 Turbo. Geiles Projekt, wird extrem cool, wird auch relativ schnell mal wieder, weil wir haben uns jetzt doch einige Sachen einfallen lassen, wie wir am Ende das Ding auf gute Leistung bringen, und wird auf jeden Fall geil. Jetzt aber wieder zurück zum Thema. Heute fahren wir mal wieder zu VW. Ich habe noch keine Ahnung, was, wie, wo wir da machen. Marius meinte nur, er wäre in der Nähe, er holt uns ab heute und dann schauen wir einfach mal, was wir bei VW so weitermachen können, wie weit der T1 mittlerweile gekommen ist und was wir da so anstellen können. Auf jeden Fall extrem cool, dass das doch die Leute interessiert. Marius und ich waren erst ein bisschen skeptisch, ob das wirklich die Leute so interessiert, weil das ja eigentlich was ganz anderes ist als das, was wir normalerweise senden. Normalerweise eher Leistung etc. pp. Jetzt allerdings mal oldschool, luftgekühlt und so weiter. Und deswegen freue ich mich da natürlich umso mehr drauf. Alleine, weil ich auch mit Marius extrem gerne drehe. Wir machen viel zusammen. Und René gehört mittlerweile auch relativ eng zur Truppe. Und deswegen kann das so geil werden. Ja, wenn man von Teufel spricht, da ist er sogar schon. Mahlzeit. Hi, grüß dich. Chef ist da. Hi. Hi. Grüß dich. Ich habe gerade schon gesagt, du warst in der Nähe, holst uns ab. Genau. Quasi verbunden. Ich habe aber einen Männerbus mitgebracht. Oh, nehmen wir heute mal nicht mal einen T5. Ja, das haben wir nicht T5 fahren müssen, auch schönes Auto, aber ich habe ein bisschen was Älteres dabei. Okay. An der Stelle, ich weiß wirklich noch nicht, was es ist. René weiß es auch nicht. Nee. Genau. Letztes Mal haben wir uns ja, oder habt ihr euch relativ intensiv mit unserem ältesten Auto befasst und langsamsten. Und diesmal habe ich unseren PS-Stärksten mitgebracht. PS-Stärksten? Ja, das ist natürlich nicht das Wetter dafür. Heißt zweistellig oder dreistellig? Nee, 231 PS. 231. Wir gehen mal gucken. Ja, kommt gerne mal mit. Ich würde mal sagen T3. Genau. Da waren wir im letzten Video relativ wenig auf eingegangen, genau. T3-Reihe. Weil das Auto noch, auch speziell dieses Auto, teilzerlegt war, weil wir dann noch ein paar Sachen geändert haben über den Winter. Und jetzt ist das gerade relativ frisch fertig, deswegen mache ich gerade Probefahrt. Wir haben hinten auf Scheibenbremsen umgebaut und so ein paar Kleinigkeiten. Und passt sich das auch. Ich sehe als allererstes einen Porsche-Wappen. Genau. Also das ist auch tatsächlich ein T3 mit Porsche-Fahrgestellnummer. Also EPO, das ist, ja, es gibt Meinungen, die sagen, es gibt 15 Stück, es gibt Meinungen, die sagen, es gibt 18 Stück. Also auf jeden Fall gibt es dafür nur, ja, maximal irgendwie so 18 Stück von dem Auto. Ich würde sagen, bevor wir da jetzt weiter drüber reden, zeige ich den Leuten das mal in einem Pörnchen. Wir haben Platz genommen in unserem Porsche. Genau. Das heißt, das ist jetzt ein VW oder ein Porsche? Wie das nimmst. Also von der Fahrgestellnummer, also
optisch natürlich ein T3, aber Achsen, Motor, Fahrgestellnummer und so weiter ist alles 911 quasi, beziehungsweise Porsche. Also wir haben 5x130 Felgen drauf und so weiter. Lenkrad Porsche? Porsche Lenkrad, genau. Aber gebaut bei VW oder bei Porsche? Also meinen Informationen nach wurde es bei Porsche gebaut. Für wen? Also wie für oft? Porsche erstmal selber. Damals zu Testzwecken. Also die haben das als Begleitfahrzeug wohl genutzt und das war mit Serienmotoren scheinbar zu langsam. Und dann haben die sich halt gedacht, Mensch, eigentlich ist das ja vielleicht nicht krass viel Arbeit, hier einen Sechszylinder einzubauen, und haben das dann auch gemacht. Und haben das unseren Informationen nach 15 Mal getan mit ihrer Fahrgestellnummer und 3 Mal mit VW-Fahrgestellnummer. Das ist so. Und wie viele soll es davon gegeben haben? Dann in Summe 18. 18 Stück? Mhm. Das heißt, wir müssen uns richtig geehrt fühlen, dass wir jetzt mit einem von 18 Autos hier abgeholt werden. So ungefähr. An der Stelle schon mal vielen Dank an VW Nutzfahrzeuge Oldtimer. Genau, das ist korrekt. Dass wir das dürfen. Leider spielt das Wetter nicht so mit. Ja, das konnte ich leider nicht passend bestellen. Genau, aber wir haben März, wir können es uns leider nicht aussuchen. Ne? Genau. Ja, dann reiß mal in den Hobel. Ich bin wirklich gespannt, wie sowas fährt. Jo. Also erstmal Zustand, Innenraum, krass. Ja, das Ding ist soweit eigentlich echt ganz gut gepflegt. Genau, Neulack hat er allerdings schon mal bekommen. Also außen ist er schon mal neu lackiert. Aber Rost und so weiter haben wir halt jo, eigentlich bei dem Auto keine Probleme. Gibt es den nur in der Farbe oder auch in anderen Farben? Nee, gab es auch als andere Farben und scheinbar sogar auch als Camper. Also es gab auch verschiedene Modellvarianten von dem Auto mit dem Motor. Also Pritsch und sowas jetzt wohl nicht, aber es gab unter anderem auch einen Camper. Aber das muss dann ja so mehr oder weniger der Traum jedes T3-Fahrers sein. Ja. Zumindest die Leute, die einen T3 nutzen, die doch ein bisschen sportlicher unterwegs sind und jetzt nicht ein reines Cruise-Mobil haben auf wollen. Jeden Fall. Fährt sich auch so weit für den T3 echt eigentlich ganz geil, das Ding. Eine beliebte Aussage war damals halt immer, mit 6 Leuten 180 km/h im T3 zu fahren. Das war damals immer sowas, was. Ah, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ich weiß nicht, habt ihr das gerade im Porn schon gesehen, dass das nur ein 6-Sitzer ist? Ja. Das ist der richtige Chef-Edition ja, hier. Es ist auch tatsächlich dann für Vorstände und sowas gedacht gewesen. Also das. Das wäre ja damals halt ein richtiges Highlight. Sowas. Wäre ja eigentlich genau das richtige Auto für uns, um zum Wörthersee zu fahren, oder? Wobei wir wahrscheinlich so einen halben Tanklaster mitnehmen müssen, ne? Ich habe also keine Anzeige oder sowas, aber gefühlt ist er auf jeden Fall relativ durstig, ja. Ja, von der Akustik her, ich weiß nicht, ob das im Video rüberkommt, man hört sofort Motor hinten. Viel Dämmung ist da, glaube ich, auch nicht so zwischen. Nee. Also das, was halt original, was ein T3 immer hat, quasi hat Porsche nichts entfallen. Ja. So, aber was halt auf jeden Fall cool ist, man hört gleich, dass es halt ein 6 und kein 4-Zylinder ist. Ne? Genau. Und ich finde, man hört auch gleich, dass er luftgekühlt ist. Ja. Das ist so ziemlich markant, ja. Ja, geil. Also Innenraumzustand 1, wirklich richtig gut. Gerade so dieses Velour ist ja immer schwierig, so über die Jahre zu pflegen. Ne? Könnt ihr theoretisch selbst so ein Velour wieder herstellen? Ja, also wir arbeiten auch nur mit Stoffen, die verfügbar sind. Also wenn das Velour annähernd verfügbar ist, ist das sattlertechnisch kein Problem, so einen Sitz wieder neu nachzubilden. Mhm. Aber in dem Fall wurde halt so ein bisschen darauf Wert gelegt, dass das Auto zeitgenössisch aussieht und die Sitze sind ja noch zu gut, um sie neu zu machen. Ja, klar, ja. Krass. Aber das Velour nimmt ihr dann auch original VW oder gibt es das mittlerweile als Repro? Das gibt es eigentlich nur noch als Repro. Also Originalteile sind da. Es gibt noch so ein paar Himmel und so, aber es gibt nicht mehr jedes Teil original. Krasse Kiste. Ja, die Zusatzanzeigen sind nicht original, die sind mal nachgerüstet worden, aber wir hatten schon einen Motorschaden mal. Und deswegen haben wir jetzt ganz gerne Öldruck und so weiter im Blick. Hat der eine Füllstandsanzeige fürs Öl? Und dann eine Füllstandsanzeige? Da ist scheinbar eine Wobei, stimmt die. Ja, jetzt, ich erinnere mich, die alten Porsche hier, so 964, haben das auch alle. Da konntest du Leerlauf, Kupplung treten und der zeigt dir an, wie viel Öl noch drin ist. Stimmt. Du musst ja auch Öl irgendwie bei Trockensumpf, bei laufendem Motor prüfen, ne? Ja. Wie viele Kilometer hat der jetzt? 145. Oh, doch so viel schon. Aber also man weiß nicht, ob man den offiziell bestellen konnte oder war das nur so eine... Nee, also das war halt eine Kleinserie, ne? Das wirklich für jedermann in Großserie gebaut wurde, das nie. Also das konnte jetzt nicht zur Porsche gehen und sagen, ich möchte den mal haben. Der ist dann später, sind diese 18 Stück verteilt worden oder 15 Stück, auch an Privatiers dann. Wir haben den auch aus privater Hand gekauft, aber
ja, wir wissen auch nicht genau, wie viele überhaupt noch von den 18 Stück existieren. Ne? Vielleicht sind welche abgebrannt, kaputt gefahren, geklaut worden, wie auch immer. Den haben wir zur Sekunde auch erstmal hinten angestellt. Da geht es irgendwann jetzt zu Ende des Monats weiter. Sobald wir mit dem Golf 3 fertig sind, könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Da werden wir Marius 2 nochmal so richtig umbauen. Ne? Viel alt bleibt da eigentlich nicht mehr. Nee. Der kriegt nämlich auf jeden Fall auch noch neuen Krümmer, neuen Turbo, neue Verrohrung. Da kommt noch einiges. Ne? Ist halt auch so, dass wir bei uns halt auch die Möglichkeit haben, da wann wir wollen zu filmen. Das ist auch ein Problem. Ich muss es ja auch mal abklären, die Erlaubnis holen und so weiter. Deswegen hat es sich jetzt auch ein bisschen gezogen. Hinzu kommt, dass wir ja auch ein bisschen dafür sorgen mussten, dass wir irgendwie Stoff haben, den wir auch filmen können. Ja, ich habe schon gerade gesagt, als du noch nicht da warst, dass ich persönlich das auf jeden Fall richtig cool finde, dass die Leute das trotzdem abfeuern, weil es halt zu unserem Konzept eigentlich so gar nicht passt. Aber wie ihr seht, das ist halt im unmittelbaren Umfeld von uns, deswegen ist es halt umso cooler, dass es sowas bei uns in Hannover gibt. Was macht ihr sonst so mit dem Auto? Vermietet ihr den auch oder ist der nur so für Werbezwecke oder wie? Also in die offizielle Vermietung geht dieses Auto hier jetzt so nicht. Wir setzen ihn halt schon ein ja, für Rallyes, für Events, also Vorstände fahren damit schon mal. Dann haben wir wieder ein Jubiläum vom Porsche oder von der Autobild oder von irgendwelchen Zeitschriften. Das nutzen wir dann mit dem Auto schon. Aber jetzt so, dass du offiziell zu uns kommst, wie wir in dem letzten Video sagten, mit T1 und T2 vermieten wir dieses Auto hier nicht. Weil so einfach, also wertmäßig ist schwer zu sagen, was der aktuell so darstellt. Ich würde sagen, irgendwas zwischen 70.000 und 80.000 Euro. Boah. Und dir nutzt dieser Wert aber nichts, weil das Auto, wenn das richtig kaputt gefahren wird, einfach weg ist. Also ja, selbst wenn dir einer 150.000 Euro gibt, der ist halt weg und du wirst ihn auch so schnell nicht ersetzt kriegen. Also ich glaube auch, das ist für die Leute, die es gewohnt sind, Oldtimer zu fahren, ist das ja schon übertrieben gesagt eine Rakete. Ne? Ja. So, weil wenn du das jetzt vergleichst so mit einem, keine Ahnung, so einem Käfer mit 50 PS oder so, ja, ne, ist das ja schon nochmal was anderes hier. Ne? Das Welten. Fährt er echt 180? Angegeben ist er so. Getestet habe ich es nie. Ich weiß nicht, ob es mein Chef mal getestet hat. Wäre natürlich auch chefig mit dem Ding 180 Autobahn. Ja, möchte ich jetzt bei dem Wetter aber ungern testen. Nee, ach Quatsch. Also ich behandle das immer wie ein rohes Ei, weil ja, das ist halt unser einziger. Ne? Ja, klar. Wie ist das, wenn an dem Motor jetzt hier was dran wäre? Macht ihr solche Motoren bei euch auch? Da muss ich sagen, den fassen wir nicht an, den Motor. Also Porsche-Motor normale, nicht? Normale Inspektionen schon, aber sobald es da irgendwie, also wir hatten einmal das Problem, dass ein Reporter einer bekannten Autozeitung sich verschaltet hat, von 5 nicht in 4 zurück, sondern von 5 in 2. Dann war direkt die Steuerkette weg oder die Ketten. Und das hat uns relativ viel Geld gekostet. Für die Arbeit fehlen uns Werkzeuge. Das haben wir dann wirklich weggegeben nach Stuttgart und die haben uns den Motor in Stand gesetzt. Aber da waren wir ja in Teil 1 und 2 stehen geblieben. Ihr macht schon auch Technik, weil du sagtest ja gerade Anfang des Videos, ihr habt eine Scheibenbremse hinten nachgerüstet. Genau. Also das heißt, ihr macht nicht nur Karosseriearbeiten, sondern auch richtig, genau, Achsen, also volles Programm. Wir legen schon Wert darauf, dass die Restauration ganz bei uns erfolgt. Also auch Lack. Ne? Wir hatten ja, du hattest ja erwähnt, dass wir diesen T1, diesen Samba ganz begleiten wollen. Mhm. Das werden wir auch in den nächsten Reihen. Wir können gleich einmal kurz anschneiden, wenn du Lust hast, einmal die Motorenecke und die Aggregate-Ecke. Mhm. Kabelbäume kommt immer aus Baujahr an. Es gibt Baujahre, da ist der Baum so günstig zu kaufen, dass es sich nicht lohnt, den selber zu bauen. Es gibt aber auch alte Baujahre, da bauen wir auch den Kabelbaum selber, weil man muss auch sagen, da liegen dann nur so zwischen 10 und 15 Kabeln zum Auto drin. Ne?
Also wie wird sowas dann, wenn ihr so einen Kabelbaum selber baut, Stecker? Die macht ihr dann alte Stecker drauf? Nee, den oder wird das umgebaut komplett auf neue Stecker? Genau, aber der ist jetzt auch nicht so, wie du es heute kennst, von deinem Audi oder so, 1000 verschiedene Stecker. Das meiste sind halt so Kabelschuhe, die gekrimmt werden und dann am Sicherungskasten gesteckt werden und Rücklicht. Das sind alles so normale Steckkontakte, wie es früher üblich war. Aber ja, genau, ansonsten machen wir Achsen. Also Pulverbeschichten machen wir nicht, wir strahlen und lackieren halt, weil in Achsen teilweise Kunststoffhülsen drin sind, die beim Pulvern dann schmelzen würden. Das haben wir mal getestet, das ging leider nach hinten los. Deswegen lackieren wir die Teile und ansonsten, ja, Mechanik eigentlich alles. Das ist jetzt Heckantrieb, ne? Das ist Heckantrieb. Aber T3 gab es auch als Synchro? Gab es auch als Synchro. Auch so in flach oder nur diese Offroad-Version? Nee, gab es auch in flach. Karavelle zum Beispiel haben wir, also es gab den einmal als 14 Zoll und dann gab es den halt, also, wie du jetzt sagst, als 16 Zoll, dann war er höher. Ist der dann genauso oder hat der dann in der Mitte irgendwie nochmal einen Mitteltunnel, der ein bisschen höher ist oder so, der Synchro? Nee, das merkst du hier jetzt vom Innenraum her kaum. Weil das ist auch so eine Sache, das gibt es ja heutzutage auch gar nicht mehr in so neueren Bussen. Das Ding ist ja wirklich komplett gerade innen eigentlich. Das ist wie so eine gerade Fläche, wo einfach so 6 Sitze reingestellt werden. Ja, also man sitzt auf jeden Fall. Ja, die Sitze damals waren noch. So, also ich finde es nicht unbequem, ich finde es schon cool. Man sitzt auf jeden Fall auch bequemer als auf einer Doppelbank in einer T5 rechts so ungefähr, die man gar nicht verstellen kann. Das ist schon für das Baujahr, finde ich das. Also fahrerisch, also ich habe ja nun den direkten Vergleich und da muss man auch sagen, ich bin der Meinung, das gute Fahren im Bus ging dann erst so im T2 los und wurde im T3 dann noch besser, also ergonomisch. Ne? Im T1 hast du ja diese kleinen Scheiben, sitzt immer so ein bisschen geduckt, damit du rausgucken kannst, die Sonnenblenden hängen hier so ein bisschen runter. Das ist aus heutiger Sicht, was die Leute da damals wahrscheinlich jeden Tag an Kilometern gerissen haben, für den Rücken bestimmt nicht so gut gewesen. Aber es, gut, es gab auch nichts anderes. Ne? Ja. Also. Porsche ist ja genauso, die Cabrios, große Leute gucken auch über die Scheibe. Ne? Ja. Also das ist halt damals so gewesen. Gerade für die Fans, die diese Videoreihe jetzt so richtig abfeiern, für die muss das ja wirklich auch ein Traum sein. So, ne? Ja. Also, zwar natürlich bei 18 Autos ein unerreichbarer Traum. Ja, es taucht immer mal wieder einer auf dem Markt auf. Ne? Also unerreichbar ist er nicht, aber es stehen dann meist tatsächlich so 80.000 Euro im Raum. Da variieren die dann auch. Gibt es auch viele, die sich den Porsche Motor in den T3 einbauen, nachträglich? Bestimmt. Aber habe ich jetzt so auf dem Treffen. Es gibt tatsächlich viele, die sich einen RS6-Motor, RS4-Motor und sowas einbauen. Mhm. Es gibt auch zum Beispiel fertige Adapterplatten, um hier einen VR6, also quasi den Golfmotor hier einzubauen. Gibt es auch alles. Mit Turbo? Ja, das nächste ist dann halt das Getriebe, ne? Das ist dafür ja nicht gemacht. Also habe ich mich nie genau mit befasst, aber gibt es bestimmt Leute. Das heißt, hier ist der Boxermotor genauso wie hier im 911er eingebaut. Genau. Also Boxermotor nach hinten, Getriebe nach vorne? Genau. Getriebe bin ich mir nicht ganz sicher, was Porsche da damals gewürfelt hat. Ob das einfach nur ein langes T3-Getriebe ist. Es ist halt 5-Gang und es fährt sich schön lang. Also guck mal, das ist jetzt 3. Gang so. Ne? Also, ja, für dich wirkt das jetzt vielleicht nicht lang, aber wenn man andere T3s kennt, wäre man jetzt schon im 4. oder so. Ja, ne? Klar. Also es ist schon auf jeden Fall länger, was die Jungs da gemacht haben. Aber es wird auch nicht unendlich haltbar sein halt. Also wenn man weiß, wie die Autos fahren, ist man eigentlich automatisch verliebt, weil jeder, der mal einen Bus gefahren ist, jeder, der mal einen neuen Bus mit DSG gefahren ist, also klar, die Mercedes-Fahrer würden jetzt sagen, doch, die V-Klasse ist besser, aber... Ja, ich habe es ja im ersten Video schon mal so leicht angerissen, ich fahre ja auch täglich aktuell den T5 und ja, man erwischt sich immer wieder damit, selbst wenn du die Wahl hast, ein anderes Auto zu nehmen, du steigst einfach in diesen Bus ein, weil... Du hast so fast alle Autos in einem. Ja. Du kannst haufenweise Zeug mitnehmen, kannst bis zu 8 Leute mitnehmen, hast Komfort, verbrauchst nicht die Welt. Das ist schon gut. So, aber jetzt genug geschnackt. Jetzt geht's an die Technik. Dann mal hinein in die gute Schnube. Ja, du fragtest ja eben, was wir alles so machen. Im Prinzip, wie gesagt, alles an dem Auto kann man sich eigentlich ganz gut einmal angucken. Also ist jetzt schon so, dass hier mehr oder weniger alles neu und oder überarbeitet ist. Okay,
Das würde jetzt allerdings, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt hier schon drauf eingehen. Ja, mit Sicherheit. René, zeigt euch das Ganze mal kurz. Du sagtest, du musst dich noch umziehen, bevor wir loslegen können. Genau. Und dann geht's weiter. Alles klar. Wehmeier scheint mich richtig zu lieben. Der wusste schon, während er sich umzieht, werde ich hier die ganze Halle durchsuchen. Und deswegen hat er hier schon mal ein Schild für mich aufgehangen. Gucken, ob ich mich dran halte. Was ist das? Ja, ich kenne dich. Du schnupperst hier überall rein. Ich dachte, okay, dann lass ich dir einen Vortritt. Verweigere dir mal den Einblick. Nein, wir haben ein neues Fahrzeug da drin, deswegen habe ich das mal für die Gruppe. Nee, RS4 Limo, die restauriert wird. Der ist neu, ne? Genau, der ist neu. Also wir hatten ja letztes Mal über den Samba berichtet, ne? Und das Problem ist einfach, dass wir an dem Auto nicht mehr genug den Zuschauern berichten können, weil das Auto eigentlich auf der Zielgeraden ist, ne? Karosseriebaumäßig zumindest. Mhm. Das heißt, wir sind zu spät eingestiegen. Genau, wir sind zu spät. Wir hatten ja lange darüber gesprochen, dann immer mal, ja, schlussendlich haben wir uns zu lange Zeit gelassen, sodass der Mechaniker da oder der Mitarbeiter schon zu weit waren im Auto. Wir werden das trotzdem weiter begleiten, wird ja auch noch genug interessant. Wir haben jetzt nur das Problem, dass wir karosseriemäßig an dieser Karosse nicht mehr viel zeigen können, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Ne? Okay, das heißt, für den T1 ist der Zug schon abgefahren in Bezug auf Karosseriebau. Genau. Das heißt, wir zeigen euch jetzt ein bisschen, was Marius den ganzen Tag lang macht oder gemacht hat, wie man es auch formulieren will, an einem anderen Projekt. Genau. Und dann steigen wir aber in die T1 Restauration wieder ein. Genau. Wie gesagt, ich probiere halt, dass wir den Zuschauern zeigen können, wie diese KTL-Beschichtung abläuft. Dass wir da zu dem externen Dienstleister vor Ort an das Tauchbad kommen im Prinzip. Wenigstens irgendwie vielleicht noch ein paar Kameraausschnitten. Und dann werden wir auf jeden Fall hier weiter begleiten, wenn wir abdichten, dämmatten. Okay, Lack, das heißt, nächster Schritt an dem T1 ist, das Auto geht zum KTL. Genau. Und du zeigst uns jetzt vorher aber mal, was ihr theoretisch an so einem Auto gemacht hättet. Genau. Also wir haben jetzt noch einen Kastenwagen in der Restauration. Da habe ich eine Flügeltür von mitgebracht, die unterhalb, ja, wie üblich, eigentlich ja, verrostet ist. Da können wir gerne mal drauf eingehen, so ein bisschen, dass die Zuschauer mal sehen, was heißt es, ein Blech anzufertigen, zu kanten, zu stauchen, zu strecken, einzusetzen, zu verzinnen. Find ich super geile Idee, weil ich weiß, fast alle Türen sind unten immer gammelig. Mhm. Da können die meisten Leute wahrscheinlich am ehesten auch was so mit anfangen. Ne? Das wäre ein Stück, wie gesagt, von einem Kastenwagen, darum hat die kein Fenster. Ist auch mit Verzierung. Ja, genau, war mal so ein Pinstripe amerikanisches Auto. Wie für die Amis üblich, das war einfach zugespachtelt. Also ich hatte das jetzt schon mal ist ein Ami-Auto? War ein Ami-Auto. Ist jetzt auch gar nicht wild, dass wir den Karosseriebau vorm Entlacken machen, weil wir haben bei Anbauteilen auch die Möglichkeit, dass ich die da hinschicke, die entlackt werden und gleich beschichtet. Das heißt, es ist kein Problem, dass wir jetzt hier schon Blech einsetzen und das auch schon verzinnen, weil das geht dann nicht mehr ab. Aber das wäre jetzt ein Beispiel für eine Tür, die ihr definitiv retten würdet. Müssen, weil gibt keine Tür. Ah, gibt gar keine, okay. Ja, perfekt. Dann haben wir ja aber theoretisch genau das perfekte Beispiel. Wenn das jetzt nicht gerade Kasten wäre, sondern eine Samba wäre, könnte die da hinterher rein. Okay, perfekt. Ja. Es gibt ganze Türaußenhäute zu kaufen, immer mal so kleine, aber dafür ist jetzt hier zu wenig dran, um so eine schöne Außenhaut komplett zu tauschen. Ne? Mhm. Also wie du hier siehst, selbst wenn es äußerlich vielleicht noch relativ gut aussieht, ist dann dazwischen was und das wird auch definitiv mit KTL nicht weggehen mit Entlackung, weil du da nicht reinkommst. Zwischen kommst, ne? Ja, ich würde sagen, wir machen mal Bestandsaufnahme, gucken mal, wie schlimm es eigentlich ist. Genau. Ich würde sagen, wir drehen die Tür mal um, gucken, wie die andere Seite. Sieht jetzt noch ganz gut aus. Ja, okay, aber hier sieht man schon so diese typischen, genau, diesen typischen Rost. Ja. Fraß. Das stimmt. Gibt aber noch viel schlimmer, ne? Also es ist noch schon eine relativ gute oder hat relativ wenig Wasser gesehen, wie auch immer. Eine der besseren Türen. Aber ihr würdet schon
wenn die Tür so ist wie diese, auf jeden Fall raustrennen, ja, dass ihr dazwischen kommt, damit es ja nicht weitergammelt. Ja, genau. Also eigentlich ist das in dem Moment mehr eine, fast schon gesagt, eine prophylaktisch. Genau, prophylaktisch als ja, andersrum. Ne? An der Stelle aber schon, gerade weil auch die beiden Sachen, die jetzt schon fehlen, halt weggerostet waren und nur gespachtelt waren. Mhm. Das wird halt nie. Wir werden es gleich sehen, wenn das Blech raus ist, dass dahinter mehr ist. Mhm. Also jetzt noch nicht durch, aber dass man auf jeden Fall bei muss. Ne? Okay, wie fangen wir an? Wie geht's weiter? Ja, ich zeichne mir jetzt gleich eine Kante an, bis zu der ich gehen werde. Ich werde versuchen, mit der Trennstelle später hier hinter zu verschwinden. Das heißt nicht, dass wir hier irgendwas vertuschen wollen. Der Kunde bekommt ja ein Fotoalbum und so weiter, aber hat einfach den Reiz, wenn ich die Türverkleidung mal abbaue, sehe ich nicht gleich, dass hier irgendwo was angesetzt wurde. Das ist direkt das Außenblech. Genau, das ist direkt das Außenblech. Ich werde also mit meiner Trennstelle, da es ja hier gesund ist, hier hinterbleiben. Das heißt, man sieht es im Idealfall hinterher nur noch, wenn man da genau reingucken würde. Mhm. Genau, dann trennen wir das raus, fertigen ein neues Blech an, heißt schneiden, Kanten, absetzen, ja, passen es an, schweißen es ein, verzinnen es, fertig. Mhm. Klingt so einfach, dauert ein paar Stunden. Los geht's.